Dieses Jahr war ein absolut brutales und diese Kämpfe beweisen es. Willkommen bei WatchMojo Deutschland und dies sind unsere Top 10 Anime-Kämpfe 2019. In dieser Liste schauen wir uns die besten und bombastischsten Kämpfe der Anime-Szene an. Bedenkt, dass wir Kämpfe aus neuen Titeln sowie aus laufenden Serien berücksichtigen, die zufällig in Topform waren. Also platziert eure Wetten! Nummer 10. Kirito vs. Fanatio. Sword Art Online. Alicization. Sie ist keine Alice, aber dieser Integrity Knight hat sich dem Kampf gegen den kürzlich degradierten OP-Lord, der sich gerade mit seiner Axt durch die korrumpierten Mitglieder der Axiom Church bahnte, mehr als gewachsen gezeigt. Fanatio ist eine der tödlichsten Kriegerinnen im Dienst des Administrators und ihre Fähigkeiten mit dem Schwert und RPG-Spells bringen Kirito wirklich ins Schwitzen und lassen ihn mit Schnitten und Löchern zurück. Glücklicherweise braucht es mehr als schwere Blutungen, um ihn zu töten, und er nutzt schließlich seine Rüstung, um durch den letzten Angriff des Captains zu schneiden und sie ihrer Position zu entheben. Nummer 9. Ushiwaka Maru und Leonidas vs. Tiamat. Fate, Grand Order, Absolute Demonic Front. Babylonia. Es wäre keine Jahreszusammenfassung, wenn wir nicht einen Eintrag aus dem Fate-Universum hätten. Und dieser wird dem Hype gerecht. Zwischen dem monströsen Terror, den Tentakel-Waifu Tiamat darstellt, und dem Ende des Königsreichs durch Versteinerung stehen diese zwei Diener. Zu sehen, wie Leonidas Sparta durch einen mächtigen Hieb mit seinem Speer stolz machte, war wirklich sehenswert. Aber Applaus an Ushiwaka Maru. Zu sehen, wie sie Tiamat zerschlitzt hat, hat uns allerhand Freude gemacht. Nummer 8. Thorfinn vs. Torkel. Finland Saga. Torzo wa ore yori tsuyukatta. Jibun ga masashiku Torzo no koda to shoumei shite miseru. Thorfinn! Die Tatsache, dass dieser Ball aus Rache den Kampf überlebt hat, ist schon ein Wunder, wenn man bedenkt, dass sein Gegner niemand anders als der dänische Riese war, der nichts mehr als den Rausch des Kampfes liebt. Um Askeladd zu beschützen, damit er sich umbringen kann, fordert Thorfinn Torkel zu einem Duell auf Leben und Tod heraus, wobei aus dem verschneiten Schlachtfeld eine tödliche Falle wird. Mit seinem flinken Körper kann er den scheinbar endlosen Axthieben Torkels nur knapp ausweichen. Dank seiner Entschlossenheit und Askeladds Einmischung gelingt Thors Sohn aber das Unmögliche, indem er sich auf den gläsernen Kiefer des Gegners konzentriert. Nummer 7. Okubo vs. Fang. Kengan Ashura. Kurze Warnung, es wird brutal. In einer Serie, in der es um Kämpfe zwischen den stärksten Kämpfern der Welt geht, hatten wir gewissermaßen ein Überangebot an Möglichkeiten für diesen Eintrag. Und dann kommt Fang. In einem nicht allzu schrillen, aber gleichermaßen fesselnden Gefecht der irren Machimo-Serie hat Okubo mit seinen MMA-Fähigkeiten scheinbar die Oberhand gegen den monströsen Agito, bis das unbesiegte Monster ernst macht und ihn mit einem Schlag platt macht. Es gibt einen Grund dafür, dass dieser Kerl der gefürchtetste Kämpfer des Turniers ist. There it is. Nummer 6. Mob vs. Suzuki. Mob Psycho 102. Wenn ihr dachtet, ihr hättet das volle Potenzial dieses süßen Espers gesehen, täuscht ihr euch. Nachdem die Ultimate 5 weggeschickt wurden, liegt es an Mob, den Boss von Claude zu besiegen. Und das ist zufällig jemand, der über die Jahre eine horrende Menge an Esper-Energy angesammelt hat und damit zu so etwas wie einem telekinetischen Teufel geworden ist. Ja.
Natürlich ist es auch nicht genug, sich in ein flammendes Skelett zu verwandeln, um den schüchternen Jungen aufzuhalten, der ja bloß ein paar Freunde machen will. Und eine ganze Stadt mit Gedankenkraft werfen kann. Nur seine Fähigkeit zu verbergen ist noch beeindruckender. Nummer 5. Tenjiro und Nezuko vs. Rui. Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Es ist der Showdown, der das Internet zerstört hat, den Mainstream erobert und wieder mal bewiesen hat, dass UFO-Table nichts anderes sind als Animationsgötter. Mit zerbrochenem Schwert und Körper sieht es aus, als würde Tanjiro bald von den Fäden der unteren 5 der 12 Dämonenmonde zerstückelt, bis eine Erinnerung an die letzten Worte seines Vaters den jungen Dämonenjäger reaktivieren und er seine Wasseratmung gegen etwas Feuriges eintauscht. Dazu Nezuko mit ihrer Blutdämonenkunst, die Musik, das Tempo, die Animation. All das ergibt ein Fest für die Sinne, das diesen Anime zu einem modernen Klassiker macht. Nummer 4. Shinra vs. Rekka. Fire Force. Dieser Typ hat Kinder angezündet und Tamaki zum Weinen gebracht. Er hat einen brennenden Tritt ins Gesicht verdient. Nachdem enthüllt wird, dass er ein Diener des Evangelisten und auch allgemein ein Psycho mit einer Obsession fürs Feuerlegen ist, erhält Rekka die Wut des Teufels, dessen flammende Beinarbeit ihn aus der Psychose prügelt. Wir finden zwar nie heraus, wessen Flammen wirklich heißer lodern, da Rekka von den Rittern der aschenden Flamme getötet wird, aber dieser Kampf zwischen zwei Flammenoffizieren war wirklich lit. Nummer 3. Luffy vs. Katakuri. One Piece. Snake-Man. Richtig, dieser Kampf ist 2 Jahre hintereinander in der Liste, aber was anderes erwartet ihr vom Strohhutkapitän? Wenn man bedenkt, dass Snake Man erst dieses Jahr enthüllt wurde, sind wir mehr als froh, ihn auf der Liste zu haben. Obwohl Ruffy schon so einiges von Big Moms Sohn eingesteckt hat, zeigt er, dass er noch ein Ass im Ärmel hat. Eine neue Version von Gear 4, die sogar das Zeug hat, diesen donutbliebenden Schrecken der Meere zu besiegen. Dass es ein hart erkämpfter Sieg war, wäre untertrieben gesagt. Nummer 2. Team Bukiarati vs. Diavolo. JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Es ist der finale Kampf mit so vielen Drehungen, Wendungen, dass wir ihn nicht so bald vergessen werden. Der Kampf um den Fall kommt schließlich zum Ende, als Bukiaratis Crew Probleme hat, den netztragenden, zeitlöschenden Boss zu besiegen, bevor der für immer flieht. Während es schön ist zu sehen, wie Trish sich gegen ihren Vater erhebt und seine Pläne durchkreuzt, kommt doch nichts an den Moment heran, in dem Giorno selbst den Pfeil erobert und Gold Experience Requiem enthüllt. Ein Stand, der so gottgleich ist, dass er nicht nur King Crimson aus der Existenz mudert, sondern auch Diavolo aus einem ewigen Zyklus aus Tod und Wiedergeburt schickt. Bevor wir unsere Nummer 1 Anime Battle des Jahres enthüllen, sind hier ein paar lobenswerte Erwähnungen. Game!
Bevor wir weitermachen, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Nummer 1. Asta und Yuno vs. Licht. Black Clover. Oioi, Toka-san-e. Kuki-ni-toke-konda-mite-de-ki-ga-yome-ne. Und gerade als ihr dachtet, der Kampf von dem Zauberkönig und dem Anführer des Auges der Mitternachtssonne war der beste Fantasy-Schulenkampf des Jahres, kommt hier der Höhepunkt, der Elf-Convergence-Arc. Bei so vielen Verbündeten unter der Kontrolle der langohrigen Rebellen fällt es natürlich den berühmtesten Rivalen des Clover-Königsreichs zu, sich zu verbünden, um den geschwächten, aber dennoch tödlichen Licht zu stoppen. Und sie schaffen es fast, indem sie die volle Kraft von Spirit Dive und Black Aster gleichzeitig einsetzen, was in einem bezaubernd aussehenden Luftangriff endet. Welcher Anime-Kampf war dieses Jahr dein Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, abonniert den Kanal und schaut euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an.